Herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung für den PC. Es geht um die Strecke Salzburg-Rosenheim und um die Mod vom guten Freddy the Shepherd. Link dazu ist in der Videobeschreibung, sofern die Mod bereits veröffentlicht ist, sollte sie eigentlich zu dem Zeitpunkt sein. Wenn der Link noch nicht in der Videobeschreibung da ist, dann ist das Ganze noch nicht veröffentlicht, aber das werde ich dann noch nachträglich einfügen. Es geht um Salzburg-Rosenheim. Wir gucken uns gleich die komplette Strecke an, und zwar um ein Scenery und ja, Enhancement Pack. Wichtig ist, wenn man das Ganze runterlädt und in den DLC-Ordner packt, dann geht man hier in den Dafter Live-Bereich und auf die Meisterschaftsbelohnung. Und dann muss man nämlich, Moment, wo ist das? Hier einmal das Salzburg-Rosenheim 2024 Update Pack und die Scenery Enhancements aktivieren. Wenn man das nicht aktiviert, wird man das nicht sehen. Das hier sind im Grunde genommen verschiedene szenerietechnische Aufwertungen, die als Layer draufkommen. Und das hier ist dann noch zusätzlich, dass die Strecke so aussieht, wie sie im Jahr 2024 aussieht und nicht mehr 2013. Man kann zum Beispiel das hier deaktivieren, dann hat man nur die Enhancement Packs und fährt immer noch so gesehen auf dem Streckenzustand 2013 rum. Oder man aktiviert das, dann sieht das Ganze zusätzlich auch noch so aus wie 2024. Und das Ganze machen wir auch, dass wir so unterwegs sind. Dann suchen wir mal die Strecke, hier Salzburg-Rosenheim. Wir fahren im Expert-Fahrplan. Also es ist jetzt kein Fahrplan dazugekommen, beziehungsweise es gibt so einen kleinen Testfahrplan, wo man ein bisschen was fahren kann, aber dieser Fahrplan ist jetzt nicht zu ernst zu nehmen. Übrigens auch mit in dem Pack dabei sind verschiedene Repaints, unter anderem hier für den Flirt von Luzern-Sursee, der in der BLB-Lackierung und im Westbahnkleid hier auch noch eingesetzt werden kann. Wir fahren allerdings heute mal tatsächlich den Dosto-Steuerwagen. Wo ist er? Da ist er. Natürlich mit der guten Soundmod von der Bahnfuschhochschule. Liebe Grüße an Manny und die anderen, die mitgearbeitet haben. Hier nehmen die Münchner Variante und wir fahren hier um 14:07 Uhr von Salzburg nach Rosenheim. Stellen uns mal benutzerdefiniertes Wetter ein, machen ein bisschen Bewölkung rein und Wind und auf geht's. Und ja, also sagen wir mal so. Es sind unfassbar viele sehr, sehr, sehr interessante Details, die dazugekommen sind. Ich hatte schon die Chance reinzugucken und mir das Ganze schon anzusehen. Und ich sage euch eins, das ist der absolute Wahnsinn. Die Mod ist wirklich, wirklich toll gemacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch noch der gute Modder da sicherlich auch noch in Zukunft dran weiterarbeiten wird. Der hat ja auch noch ein Streckenprojekt, ein österreichisches Streckenprojekt am Laufen. Aber dazu dann wann anders was. So, wir fahren heute den Regionalexpress. Es geht uns heute nicht so sehr darum, dass wir pünktlich sind. Das ist mal heute egal. Wir rüsten soweit auf. So, PZP ist an. Und dann sehen wir, wir sind hier in Salzburg. Und ich kann euch mal vorlesen, was hier in Salzburg alles so anders ist. Und zwar gibt es unter anderem erstmal Stationsansagen, die random sind. Die haben zwar nichts mit den Zügen dann zu tun, die hier wirklich fahren, aber wenn wir uns mal hier einen Augenblick hinstellen, da hören wir es schon. Bahnsteig 3 bis D. Railjet Express 1261 nach Flughafen Wien über Zell am See, Schwarzach, St. Veit und Salzburg Hauptbahnhof fährt ein. Love it. First Class und die Business Class befinden sich in Sektor D. Ja. Toll, ganz toll. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, ne? Also auch noch das Ganze auf Englisch. So, ich gehe mal wieder ein bisschen nach oben, damit die gute Dame uns hier nicht voll labert. Genau, was haben wir noch? Waiting Boxes, also so Wartepunkte sind eingefügt worden. Und zwar die hier. Die sind jetzt auch neu, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also im Grunde genommen diese wind- und wettergeschützten kleinen Wartehallen. Dann ist der Eingang Richtung Schallmoos geöffnet worden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Schallmooseingang müsste dann der hier sein. Hier kann man theoretisch dann langlaufen. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir fliegen jetzt mal nur mit der Kamera hier hin. Und genau, also theoretisch könnten wir dann hier so runterlaufen und hochlaufen. Moment, einmal ganz kurz gucken, dass wir mit der Kamera hier einmal an dieser Wand vorbeifliegen. Hier ist nämlich so eine unsichtbare Wand. So, jetzt bin ich drüber. Genau, also hier in Schallmoos können wir dann hier theoretisch auch langlaufen, das ÖBB-Logo, und können dann hier noch drunter herlaufen.
Was haben wir noch? Ich gucke ganz kurz in meine Liste rein. Die Eingangshalle. Also die Haupteingangshalle im Salzburger Hauptbahnhof wurde geöffnet. Wir gucken uns einfach mal hier so ein bisschen durch. Der Bahnhof war ja schon von DTG aus ganz gut gemacht, ne? Also hier unten hat sich sicherlich auch ein bisschen geändert, aber da wurde jetzt das Ganze auch nochmal verbessert. Hier sehen wir es schön gemacht. Also, ja, okay, das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Bahn steigt ein. Regionalzug nach Linz Hauptbahnhof über Toll. Linz Hauptbahnhof Gefällt fährt. mir sehr. Ja, also das ist auf jeden Fall alles angepasst. Die gute Dame guckt sich hier gerade noch den Baum an. Also wirklich echt, echt cool. Und auch hier diese ganzen Leutchen, die noch eingefügt worden sind. Ich glaube, das ist auch alles neu hier, ne? Mit diesen Tafeln. Ich glaube, das sind Texturen. Ja. Hier mit einer Uhr, mit einer DB-Uhr. Aber ja, also ich glaube, diese ganzen Holztexturen, das ist alles neu, ne? Das müsste alles neu dazugekommen sein. Sieht wirklich toll aus. Dann haben wir Folgendes, und zwar dafür muss ich noch mal kurz in den Kameramodus springen. Und zwar Folgendes: Es gibt ja hier hinterm, ich kann leider nicht ein bisschen schneller fliegen mit der Kamera, die ist leider ein bisschen sehr, sehr langsam. Es gibt ja hier vorne auf der anderen Seite vom Salzburger Hauptbahnhof gibt es ja dieses bunte Gebäude. Moment, ich nehme mal einmal ganz kurz hier den. Die Schärfentiefe komplett raus, damit wir nicht die ganze Zeit hier so unscharf rumlaufen. Genau, hier gibt es ja dieses bunte Gebäude. Und da hat wohl der Freddy, also das ist ja der Modder, hat da wohl Lichter eingefügt. Von daher, und deshalb bin ich jetzt gerade im Kameramodus, denn da können wir ja im Grunde genommen auf den Nachtmodus umstellen. Also wenn wir jetzt das Ganze hier auf Abend setzen, dann sehen wir, ja, bis das hier einmal ganz kurz geladen ist. Ja, ne, sieht auf jeden Fall deutlich schöner aus hier. Und auch da hinten, ich weiß nicht, ob hier ansonsten was an der Beleuchtung angepasst wurde, aber das Gebäude, da hat sich auf jeden Fall noch ein bisschen was geändert. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und auch generell der Salzburger Hauptbahnhof auch schön ausgeleuchtet. Sieht fantastisch aus. Okay, ich glaube, das war es soweit mit den Veränderungen am Salzburger Hauptbahnhof. Größtenteils. Wobei da noch ein paar Fake-Gleise irgendwie dazugekommen sind. Ich weiß nicht genau, wo die sind, aber anscheinend sind hier noch Fake-Gleise noch mit eingebaut worden. Aber dafür kenne ich mich zu wenig hier aus, als dass ich sagen könnte, wo genau die sind. Dann wurde noch ein modernes Glasgebäude zum Salzburger Hauptbahnhof hinzugefügt. Ich weiß allerdings tatsächlich nicht, welches Gebäude das ist. Wenn wir nochmal hier kurz gucken. Also das sind im Grunde genommen die 2023er Enhancements. Das mit diesem Glasgebäude. Mit diesem Glasgebäude. Ja, not sure, welches Gebäude damit gemeint ist. Könnte vielleicht das hier sein. Ja, kann gut sein, dass es das hier ist. Okay, gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Tür zu. Hinten dran haben wir eine 111. Und auf geht's. Nächster Halt ist dann Freilassing. Und wir werden noch ein paar weitere sehr, sehr coole Enhancements sehen. Keine Sorge, da wird noch ein richtiges Highlight gleich kommen. Das könnt ihr mir glauben. Das ist ein richtig, richtiges Highlight. Normalerweise verspreche ich ja nicht so viel. Aber ihr könnt mir glauben, ihr werdet gleich was sehen. Da könnt ihr euren eigenen Augen nicht glauben, dass das überhaupt möglich ist im TSV. Oder beziehungsweise von einem Modder geschafft wurde. Ihr werdet es gleich sehen. Es ist toll. Es ist absolut toll. Gleich, wenn wir in Freilassing sehen, sind, dann sehen wir das. So, aber erstmal fahren wir mal los. Ganz entspannt. So, Ausfahrt mit 40. So, ein bisschen können wir noch beschleunigen.
toll, auch wirklich mit dieser Soundmod und dem Enhancement Pack für die Dostos. Für Salzburg-Rosenheim. Einfach fantastisch. Wir springen gleich nochmal in den Fotomodus, weil ich mir nochmal was angucken möchte. Und zwar bei Nacht. Beziehungsweise werden jetzt viele in den Fotomodus immer mal wieder springen. Das sei an dieser Stelle schon angekündigt, weil es einfach darum geht, dass wir uns viele Dinge angucken. Erstmal hier ein Taurus. Und zwar folgendes. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Da wurde nämlich auch einiges angepasst. Nämlich da hinten die Burg da. Das ist asset-technisch auf jeden Fall deutlich überarbeitet worden. Vielleicht können wir da sogar ein bisschen mehr erkennen, wenn wir reinzoomen. Na, also das sieht deutlich besser aus als das, was Vanilla da bisher stand. Und irgendeine dieser Kirchen ist auch neu. Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Kirche hier ist oder diese Kirche. Aber auf jeden Fall wurde dieser Bereich hier auch verbessert, den ihr hier gerade seht. Ich zoome noch wieder raus. Wobei hier sind sogar auch noch Leute, ne? Also hier vorne. Da ich kann mir gut vorstellen, dass sie sogar auch noch neu dazugekommen sind. Ja, ne? Also dieser Bereich wurde auch verbessert. Jetzt bin ich auch noch gespannt, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Auch das gucken wir uns nochmal an. Ob das in irgendeiner Form aufgewertet wurde. Also das Gebäude ist, glaube ich, Mastery. Das ist von DTG aus, meine ich. Es kann aber auch sein, dass das sogar auch noch angepasst wurde. Die Burg da hinten leuchtet leider nicht. Okay, dann ist das aber so. Ja, sieht aber auf jeden Fall auch schon sehr, sehr, sehr schön aus hier an dieser Stelle. Toll. Was auch neu ist, und das seht ihr schon hier links im Bild, die Salzburg-S-Bahn-Logos wurden mit eingefügt. Und was auch neu ist, ebenfalls, ist, wo ist es? Da. Hier wurden auch noch ein paar historische Facts aufgebaut und hingestellt zu den jeweiligen Orten. Ich glaube, das sind 13 verschiedene Tafeln, die dort hingestellt worden sind. Also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Genau, 13 Geschichtstafeln, die aufgestellt worden sind. Ich habe selbst bisher noch nicht alle 13 entdeckt. Auch hier wieder die S-Bahn-Station. Wir werden vielleicht nicht die komplette Strecke heute abfahren. Mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ja. Ne? Also hier wieder mit entsprechend den Texturen. Hier dieses S-Bahn-Logo hingepappt. Generell, ich glaube, die Bahnhofsschilder wurden teilweise überarbeitet. Ja, sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Was auch gemacht wurde, ist, dass Salzburg die Promenade tatsächlich, die wir gerade eben gesehen haben, bei Mühlenaltstadt, da kann man jetzt langlaufen. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber als NPC kann man da tatsächlich jetzt auch langlaufen. Vielleicht zeige ich das gleich noch am Ende des Videos. Mal gucken. So, dann fahren wir jetzt erstmal ein bisschen. Und dürfen hier 120 fahren. Okay, da ist was zu bestätigen. Erstmal die Fahrstufen ablaufen lassen. Hier links ist der Europark. Wir springen wieder in den Fotomodus. Und zwar bevor die PZB hier vorne triggert. Denn auch hier möchte ich euch wieder was zeigen. Also wir sind hier in Salzburg-Taxham. Und hier ist wieder so eine Tafel aufgestellt zum Europark.
kann ich ja mal kurz vorlesen. Im Stadtteil Salzburg-Taxham wurde 1997 eröffnet. Er hat eine Fläche von 50.000 Quadratmetern und beherbergt über 130 Geschäfte darin. Der Europark ist ein wichtiger Arbeitgeber, als auch einer der wichtigsten Wirtschaftsbetriebe des Bundeslandes Salzburg. Also die komplette Wirtschaftskraft Salzburgs hängt anscheinend hiervon ab. Genau, und dann haben wir hier mal wieder die S-Bahn-Logos, ne? Wie schon vorher gesehen. Und dann haben wir hier den Europark, den können wir jetzt zwar nicht irgendwie begehen, aber was hinzugefügt wurde, ist tatsächlich die Beleuchtung bei Nacht. So, wir gehen mal in die Nachtbeleuchtung. Ja, da sehen wir, das Ding, das leuchtet jetzt richtig schön. Das war vorher, was die Beleuchtung anging, so ein bisschen spärlicher. Und daneben, das zeige ich euch gleich, wenn es wieder helle ist, haben wir nämlich auch noch was in diesem Sinne Neues, in Anführungszeichen. Nämlich, hier haben wir das Ideal. Damit ist ein schwedisches Möbelhaus gemeint, das wir auch aus einer anderen Strecke kennen, nämlich aus einer Schweizer Strecke, dieses Asset. Und das wurde da jetzt auch eingefügt. So, wir haben halt zu erwarten in 500 Metern. Hier haben wir den Containerbereich. Auch hier an dem kleinen Bahnsteig hat sich ordentlich was getan. Ich zeige euch das jetzt, wenn wir halten. Wir haben ja sowieso halt eigenes Signal voraus. Ah, okay, super, das Signal ist umgesprungen. Dann zeige ich euch das jetzt einfach so, wenn wir dran vorbeifahren. Und zwar einmal wieder das S-Bahn-Logo. Und das ist ja so ein gesperrter Bahnsteig, ne? Und hier wurden aber noch ein paar Assets, glaube ich, ordentlich drauf deponiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hier zum Beispiel so ein Dixi-Klo ist da jetzt neu mit dazugekommen. Ich glaube, diese ganzen Säcke, die hier rumstehen, und damit meine ich nicht die Arbeiter. Genau, ne? Also das sieht auch auf jeden Fall aufgewertet aus. Ich bin mir nicht sicher, ob sich hier was am Container-Terminal selbst noch groß getan hat. Weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier noch so ein bisschen einfach Zeugs dazugekommen ist. Ja, genau. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das der Fall gewesen sein könnte. Und jetzt, vielleicht habt ihr schon gesehen, was auch neu ist und cool ist. Seit TSW 5 haben wir ja Flugzeuge, ne? Jetzt guckt mal, was gleich da von links vorbeikommt. Das ist das neue Flugzeug, das es seit TSW 5 gibt. Hier über Freilassing kann man die tatsächlich sehen. Die fliegen hier einfach drüber ja, weiß ich nicht, alle paar Minuten. Und das ist schon unfassbar cool. Das sind auch tatsächlich die neuen Modelle, ne? Also wirklich die Airbus-Modelle. Mit den angepassten Sounds, mit diesen wirklich richtig guten Sounds, dass es echt so klingt, als würde ein Flieger über einen hinwegfliegen. Gleich kommt auch bestimmt schon der nächste. Aber das ist noch nicht das große Highlight, das ich euch versprochen habe. Keine Sorge, da kommt noch was. Da kommt noch richtig was gleich. So, Ankündigung auf 90. So, wir nehmen den Hauptschalter raus und
I'm not sure, aber ich glaube, den Panto senke ich jetzt einfach mal auch, sicherheitshalber. Auch wenn hier immer noch steht, dass wir 15k haben. 15kv. So, dann zeige ich euch direkt noch eine kleine Neuerung, nachdem wir hier an dem Signal vorbeigefahren sind. Also auch was, was eben so enhanced wurde an Scenery. Nämlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier neu mit dazu gekommen ist, diese ganzen, diese ganzen Baumstämme, die hier gelagert sind. Unfassbar viel, was hier noch so rumsteht an Baumstämmen. Ich meine, das ist auch alles neu dazugekommen und auch hier so ein bisschen die Gebäude hier am Rand, ich glaube, die sind auch teilweise neu. Also ja, auch sehr cool und auch hier vermutlich viele Details eingefügt, die es so noch nicht gab im Original. Salzburg-Rosenheim ist Vanilla keine schlechte Strecke, ne? Das möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen. Auch Vanilla ist die Strecke echt schön, aber so ist es nochmal ein ganz neues Erlebnis. Habt ihr gerade den Schatten gesehen von dem Flieger? Wie cool war das denn bitte? Das ist so cool. So, wenn unsere Lok hier dran vorbei ist, dann heben wir den Panto wieder. Das ist jetzt der Fall. Also Pantograph hoch. Und Hauptschalter hinterhergeschmissen. Wir brauchen damit jetzt aber gar nicht groß Leistung aufzuschalten, denn wir sind ja jetzt sowieso schon in Freilassing. Und gleich nachdem wir aus Freilassing losgefahren sind, zeige ich euch. Ja, wobei ich zeige euch, dass wir hier in Freilassing sind. Oh, love it. Das ist so cool mit den Flugzeugen. Okay, und wir halten hier auf Gleis 3. Kurz mal geguckt, welche Haartafel für uns gilt. Ich weiß gar nicht, was wir für eine Länge haben. Aber ich glaube, 2,60 kommt ganz gut hin. Und der nächste Flieger. Okay, dann sind wir hier in Freilassing. Auch hier hat sich einiges geändert. Ich muss mal kurz auf meine schlaue Liste gucken. Also. Added missing BR144 Loco. Moment mal. BR144? Das weiß ich jetzt gerade nicht, wo das der Fall sein soll. Ich weiß auch gar nicht, was eine 144. Ich bin mir gerade nicht sicher, was damit gemeint ist. Und wo das der Fall sein soll. Da hinten vielleicht. Nee. Da ist eine V60. Da! Das hier. Also es ist zwar sehr low poly, ne? Also das 3D-Modell ist jetzt nicht irgendwie besonders detailliert. Aber es ist einfach was komplett Neues, was noch dazugekommen ist. Wie cool ist das denn? Moment, davon muss ich jetzt aber mal ein Foto machen. Ja, also das ist schon ziemlich cool. Das ist neu mit dazugekommen. Dann, was wir auch haben in Freilassing, ist
Added missing buildings opposite of Freilassing Station Building. Okay, also Freilassing Station Building ist das hier. Und hier wurden dann anscheinend auf der gegenüberliegenden Seite noch ein paar Gebäude hinzugefügt. Also vermutlich die hier, die vorher noch gefehlt haben. Oder vielleicht auch hier vorne die. Das kann sehr gut sein, dass das irgendwas davon ist. Ja. Was haben wir noch? Genau, jetzt zeige ich euch das absolute Highlight, das ich euch versprochen habe. Und zwar folgendes. Hier vorne bei Freilassing ist ja die sogenannte Lokwelt. So eine Art Museum und gleichzeitig auch Abstellbereich. Ne? Und hier ist was unfassbar Cooles, was ich wirklich so bisher nicht für möglich gehalten habe, dass sowas im TSW überhaupt umgesetzt werden kann. Also vor allen Dingen nicht seitens Modder, sondern wenn, dann vielleicht irgendwie von DTG aus. Aber schaut mal hin. Und zwar folgendes findet ihr hier. Es gibt hier einfach eine Parkeisenbahn, die sich bewegt. Und da sitzt einfach jemand drauf. Das ist im Grunde genommen hier aus Salzburg-Rosenheim, auch aus der Scenery. Aber das Fahrzeug bewegt sich eigentlich gar nicht in Realität, beziehungsweise im Simulator. Das ist nicht so gebaut, dass das fahrbar ist. Und es wurde hier im Grunde genommen mehr oder weniger fahrbar gemacht auf Gleisen, die auch extra neu gebaut worden sind. So, und hier praktisch lädt das Ganze nochmal neu und dann startet er wieder. Also das ist im Grunde genommen hier dieser Punkt, wo einmal geladen wird. Und dann fährt das gute Teil hier praktisch dann einmal über die Weiche und dann ändert sich, dann fährt er nicht im Kreis, sondern fährt dann hier so links lang, da vorne lang. Und da seht ihr schon etwas anderes sehr, sehr Cooles. Moment mal, was hat er denn hier vorne eigentlich auf der Lok? Was ist das? Ach, der hat da sogar ein Walkie-Talkie. Ist das cool? Also der Detailgrad ist der absolute Wahnsinn. Ist hier noch irgendwas in den Wagen drin sogar? Das wäre jetzt übelst krass, wenn da noch so kleine Minifigürchen drin wären. Nee, aber okay. Entschuldigt, jetzt bin ich aus Versehen wieder aus dem Fotomodus rausgeflogen. Ich zeige euch jetzt nämlich die andere unfassbar coole Sache. Nämlich. Hier ist eine KÖV. Eine KÖV 2. Die zwar auch nicht fahrbar ist und sehr low poly ist, aber einfach noch zusätzlich eine KÖV. Ich glaube, KÖV steht für kleine, ölbefeuerte. Ich weiß nicht, wofür das F steht. Aber ist das cool? Das stand vorher alles nicht hier. Und hier haben wir auch natürlich noch so ein kleines Schildchen zum Bahnbetriebswerk hier. Und zur Lokwelt. Wurde 2006 eröffnet. Ausstellungsstücke sind unter anderem eine Lok der Baureihe 103. Oder der Antrieb einer 218. Genau, hier haben wir noch so einen kleinen Bahnübergang. Dann haben wir hier noch so diverse Eisenbahninfrastrukturschilder. Hier noch so eine Haltetafel, Geschwindigkeitstafel, EL-Signale. Ne? Und hier sind noch so ein paar Wagen abgestellt. Genau, ich glaube, ansonsten rein können wir jetzt da nicht in die Lokwelt. Aber hier noch ein Pärchen, das auch hier schön sitzt. Arm in Arm, auch sehr, sehr, sehr süß. Ja, also ist das nicht absolut Faszination pur? Was da einfach ein Modder geschafft hat? Das ist unfassbar, oder? Dass das einfach neu alles dazugekommen ist, finde ich so, so cool. Ich gucke gerade, ob es sonst noch irgendwas gibt. Genau, dann haben wir noch die Flugzeuge bei Freilassing und Added a Moving Park Train to Lokwelt Freilassing.
originally planned to be rideable. Okay, es war ursprünglich sogar geplant, dass man hier selbst da mitfahren kann, aber das hat wohl nicht geklappt. Aber wer weiß, vielleicht klappt das ja sogar noch irgendwann. So, dann springen wir wieder zurück und fahren mal noch ein bisschen weiter. Ich habe euch jetzt schon das Wichtigste bisher gezeigt. Die größten Änderungen. Ansonsten haben wir noch so allgemeine Szenerieanpassungen. Aber wir werden noch ein bisschen weiterfahren. So, Bremszylinder entleert sich. Okay, und auf geht's. Achso, und wir haben Plattform 96 und 97, also irgendwie Gleis 96 und 97 sind mit dem 2024er Enhancement Pack auch noch mit dazugekommen. Ich weiß nicht genau, wo man die findet. Ich denke mal, das werden irgendwelche, ja, hier so Abstellgleise sein, die dann noch hinzugekommen sind. Achso, und was auch neu mit dazu ist, ist dann, glaube ich, hier noch so eine Baustelle, so ein Baustellenzaun. Genau, hier die Sims sind leider ein bisschen verwirrt, weil sie nicht genau wissen, wo sie hinlaufen sollen, weil vermutlich ihr Weg hier so durchführt. Aber okay, das ist halt, ich finde es auch irgendwie lustig. Noch ein paar Dixie-Klos und alles, ja. So, dann fahren wir vorbei an der Lokwelt. Und dürfen 90 fahren, nächster Halt ist Teisendorf. Und wir werden jetzt mal die Augen offen halten, was wir sonst noch so erkennen und sehen, weil das war jetzt so im Grunde genommen, die großen Änderungen habe ich euch jetzt alle gezeigt. Und jetzt gibt es aber bestimmt noch so ein paar zusätzliche Scenery Enhancements. Hier haben wir noch bei der Drehscheibe jetzt auch noch Leute, die mit dazugekommen sind. Hier noch so ein Tischchen. Ja. So, und jetzt können wir mal ein bisschen fahren. Vielleicht fahren wir bis Traunstein. Schauen wir mal. Das wird aber auch nicht das letzte Video gewesen sein von der Strecke. Und dem Enhancement Pack hier. Und wir dürfen 160 fahren. Streckenhöchstgeschwindigkeit für uns. Was, glaube ich, neu ist, hier links. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte da noch was gesehen. So, jetzt einmal wieder abschalten. Denn wir wollen ja nicht zu schnell werden. Hallo? Wollen aber auch nicht zu langsam werden. Ja, ein bisschen aufschalten müssen wir jetzt wieder. Denn es geht hier ordentlich bergauf.
Ich glaube, hier insgesamt wurde auch einiges an der Vegetation getan. Und hier, was auch drauf stand, ist, dass diverse Tiere und Traktoren und sowas auch noch eingefügt worden sind. So, 110. Gut, der Geschwindigkeitsprüfabschnitt hat uns zum Glück nicht abgeschossen. Ah, ein bisschen zu schnell sind wir noch. So. Und 2,3 Kilometer noch bis Teisendorf. Ankündigung auf 100 km/h. Da es nach wie vor bergauf geht, lassen wir es mal mit den Bremsen sein. Das können wir einfach der Physik überlassen. So, 100 km/h sind erreicht. Und noch 1,5 Kilometer bis Teisendorf. Wir machen uns bremsbereit, ziehen schon mal die E-Bremse an, dass wir 60 am Bahnsteigsanfang fahren. So. Und wir halten an. Oh, die Sounds von den Lost Dogs sind einfach so gut mit der Mod. So, wir stehen komplett am Bahnsteig. So, Türen auf. Ja, das passt perfekt. Also, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. So. Ja, hier sind wir in Teisendorf. Hinten dran unsere 111 natürlich am Schieben hier in Orientrot. So. Bremszylinder leert sich und wir schalten Leistung auf. Vielleicht können wir gleich auch nochmal ein Foto von unseren Dostos machen. Hier natürlich in dieser, habe es noch gar nicht gezeigt, Bahnland Bayern Lackierung. Huch, wo ist denn unser, wo sind denn unsere Zugziele hin? Hallo? Hallo. Huch, einfach verschwunden. Na gut, dann ist das so. So, dann fahren wir noch bis Traunstein. Und dann würde ich sagen, reicht das auch für heute.
Und damit dürfte erstmal alles gezeigt sein, oder das Wichtigste schon mal gezeigt sein von der Mod, die größten Änderungen. Also wirklich absolute Weltklasse. Kann man nicht anders sagen. So, wir dürfen 100 km/h fahren. Und nochmal einen großen Dank, dass ich die Mod hier vorab schon mal testen und aufnehmen durfte an den Modder. Hinterlasst gerne beim Modder einen Daumen hoch auf der Modding-Seite. Schreibt ihm gerne einen netten Kommentar, schreibt ihm, der Train Simplay schickt euch. Dass ihr hier ein kleines Dankeschön dort hinterlassen solltet. Da wird er sich sicherlich drüber freuen. Wir müssen natürlich standesgemäß auch noch von unserem Fahrzeug hier ein Foto machen, von unserem Dosto. Ja, kann ja gar nicht sein, dass wir kein Foto von unserem Fahrzeug bisher gemacht haben. Sonst konnte sich ja bisher keiner beschweren, dass ich nicht genug in den Fotomodus gegangen bin. So. Oh, ich zeige euch gleich noch was in Traunstein. Nämlich noch die Flirts, die mit dazugekommen sind. Und die ÖBB 5022 oder so, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, wir gucken uns das gleich noch an. Also die Repaints, die da noch zusätzlich mitgeliefert werden. Dann dürfen wir 100 km/h fahren. Leistung wieder zurücknehmen. Da muss man immer so ein bisschen bei der 111. Wie bei vielen Altbauloks, oh hallo, 187, wie bei vielen Altbauloks natürlich ein bisschen vorher schon darauf achten, dass man die Leistung etwas früher zurücknimmt, bis mal die ganzen Fahrstufen ablaufen. Sonst überschreitet man sehr schnell die Höchstgeschwindigkeit. Ist halt leider nicht wie bei so einer modernen Drehstromlok, dass man einfach dann direkt die Leistung abschalten kann und weg ist. Sondern da ist das Ganze immer ein bisschen verzögert. Da muss man ein bisschen vorausschauender fahren. Vor allen Dingen, wenn es eben darum geht, dass dann vielleicht noch eine Beeinflussung voraus ist mit der PZB. Und man dann gucken muss, dass man schnell unter den 85 km/h kommen muss. Und das kann durchaus einem dann martialisch gesprochen das Genick brechen, wenn man zu spät die Leistung abschaltet. Weil eigentlich, gerade bei solchen Altbauloks, ist es pures Gift für die Fahrzeuge, wenn man reinbremst, obwohl noch Leistung aufgeschaltet ist. Gerade zum Beispiel bei so einer Baureihe 103 wäre das absolut fatal und würde sofort zu einem Schaden auf der Lok führen, wenn sie noch dabei wären abzulaufen und man aber auch schon reinbremst. Das würde ja dazu führen, dass man die Fahrt leider vorzeitig beenden muss. Da ist dann eine PZP-Zwangsbremsung das geringere Übel.
Natürlich im Simulator nicht, das ist klar, aber ja. So, 110 km/h dürfen fahren. Beziehungsweise jetzt sogar 130. So, 120 haben wir schon auf dem Tacho. Dann nehmen wir jetzt schon mal die Leistung langsam zurück. Dass wir langsamer beschleunigen. Ah, ich glaube, jetzt beschleunigen wir sogar gar nicht mehr. Andererseits haben wir in 2 Kilometern die Ankündigung auf 100. Von daher müssen wir vielleicht gar nicht mehr so sehr beschleunigen. Hallo? Oh, ein PBZ. Auch sehr schön. Ich meine, es ist ja auch seitens Modding-Community ein Fahrplan für Salzburg-Rosenheim im Bau. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da jemand auch noch dran getüftelt hat und immer noch am Tüfteln ist. Also das in Kombination mit dem Salzburg-Rosenheim-Fahrplan. Ui, richtig gut. Nicht zu schnell werden. Wir dürfen nur 110 fahren. Und ab hier wieder 130, wenn unser Fahrzeug komplett an der Tafel vorbeigefahren ist, was ungefähr jetzt der Fall sein müsste. Das heißt also, wir schalten noch mal ein bisschen Leistung auf. Auch hier in Kombination mit der Dosto Sound Mod. Herrlich, es macht richtig Spaß, sich hier rumzufahren. So, jetzt geht's bergab. Das heißt also Leistung auf ausgestellt. Und leicht mit der E-Bremse reingebremst. So, Ankündigung auf 70. So, 70 km/h sind erreicht. Bremsen lösen wieder aus. Ab hier gelten die 70. Und dann sind wir in Traunstein. Hier hinter der Brücke.
Oder diesem Bahndamm, glaube ich. Das ist, glaube ich, gar keine Brücke, ne? Ah doch, das ist eine Brücke. Ja. Ja. Auch schön hier. Dem Sportplatz. Auch ein tolles Bild, ne? Ah, schön. Schön, schön, schön. So, Bahnsteig in Traunstein. Ist schön lang. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht unbedingt direkt schon mit der Vollbremse rein. Ja, vielleicht haben wir doch ein bisschen sehr spät gebremst. Oh. Ups. Passiert dem Besten. So, rechte Tür auf. Dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um, ob wir hier noch irgendwas Neues entdecken. Hier in Traunstein. Also ich weiß jetzt von nichts Explizitem, was vielleicht noch angepasst wurde, aber vielleicht sehen wir noch irgendwas. Was noch irgendwie dazugekommen ist. Bestimmt halt generell die Vegetation hat sicherlich ein Update hier erlebt. Ja. Okay. Sonst, ich kann jetzt nichts Konkretes erkennen, aber muss ja auch nicht sein. Wir machen Folgendes. Wir steigen jetzt mal aus. So, ganz gefährlich hier. Aber ich möchte euch nämlich noch die gerepainteten Fahrzeuge zeigen, die ebenfalls hier mitgeliefert werden. Und zwar haben wir hier einmal den BLB Flirt. Ich weiß gar nicht, wofür BLB steht. Bayerische Landesbahn? Ich kenne nur die Bayerische Regiobahn. Ich weiß nicht, BLB. Berchtesgadener Landbahn. Okay, ja, auch gut. Was leider nicht klappt, sind die Türanimationen bei einigen der Fahrzeuge. Hier klappt das auf jeden Fall. Wir sehen auch hier übrigens mit angepasstem Interieur. Ne? Hier auch mit so TSW-Logo und Salzburg immer in Besuch wert. Und genau, das ist der Bereich, wo wir auch tatsächlich langlaufen können. Vielleicht machen wir das gleich sogar noch am Ende des Videos. Hier noch so eine IKEA-Werbung und ja. So, wir steigen mal aus. So, also Berchtesgadener Landbahn, einmal bitte weg. Und dann haben wir noch Westbahnflirt. Ja, die Westbahn fährt halt in der Realität mit dem Stadler Kiss durch die Gegend. Da wir den nicht haben, hat der Freddy gedacht, ja, dann wandle ich mal wenigstens so einen Flirt um in eine Westbahn-Lackierung. Und wir sehen auch, der ist deutlich länger als der originale Flirt. Ne? Der hat hier, was hat er denn? Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wagen, aus denen er besteht. Ne, also da wurden noch praktisch ein paar zusätzliche Wagen mit eingefügt. Und auch hier das Interieur entsprechend angepasst. Hier die Texturen. Ne? Auch sehr schön. Jawohl, dann haben wir einmal die Westbahn hier noch. Ich kann den irgendwie nur nicht wegmachen. Warum auch immer. Also einmal gespawnt ist er da. Dann spawnen wir uns noch ein Fahrzeug, nämlich die ÖBB 5022. Haben wir dann nämlich auch noch hier. Dafür braucht man die Maintalbahn. Hier in dieser Cityjet-Lackierung. Und dann haben wir auch das angepasste Interieur der ÖBB. Ich finde, das sieht immer sehr, sehr schick aus und sehr edel. Ich war erst vor kurzem in einem ÖBB-Fahrzeug. Ich finde, die sehen von innen sehr, sehr toll aus. Ich glaube, am Führerstand selbst hat sich nichts geändert, außer dass das GSMR sogar angepasst wurde von der Textur her. Dass es GSMR A ist. Sonst hat sich, glaube ich, hier nichts geändert. Aber ja, der Innenraum entsprechend angepasst. Sieht sehr, sehr cool aus. Gefällt mir sehr. So, ich glaube, das war alles. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Ich zeige euch jetzt auch noch mal ganz kurz die
Schnellreise, die Promenade, dass man zu Fuß die Promenade langlaufen kann. Auch ein sehr cooles neues Feature, was jetzt mit hinzugekommen ist. Wobei ich das bisher selbst noch gar nicht ausprobiert habe. Also machen wir das jetzt mal zusammen. So, Franz Josef Kai, Elisabeth Kai. Elisabeth Kai ist aber ein komischer Name, ne? Können wir hier lang? Ja, Tatsache, genau, ne? Jetzt können wir einfach hier runter. Und dann können wir jetzt hier am. Was war das? Das ist, glaube ich, der Franz Josef Kai. Können wir hier jetzt einfach langlaufen? Moment, ich mache das Ganze mal so, dass wir ein bisschen, na, ein bisschen schneller laufen können. Und zwar so mit der God Mode. Ja. Hier sitzt sogar noch jemand. Ich frage mich, ob wir hier. Wir können sogar über die Brücke laufen. Nee, doch nicht. Nee, können wir nicht. Okay, und weiter geht es nicht tatsächlich. Können wir auf der anderen Seite langlaufen? Probieren wir das direkt auch mal aus. So. Dann einmal hier hoch. Und einmal in die Richtung hier gelaufen. Genau, also hier konnten wir vorher schon langlaufen. Das ist ja nichts Neues, aber das ging dann, glaube ich, nur bis hier vorne. Das ist, glaube ich, auch neu hinzugefügt worden, dieses Schild mit Elisabeth Kai und der Aufzug dahinter. Und dann können wir hier runter? Nee, ich glaube, auf der Seite geht das nicht. Oder können wir den Aufzug rufen? Nee. Können wir wirklich nicht hier runter? Nee, tatsächlich nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Mit dem Fotomodus können wir aber hier runter. Und könnten hier zumindest noch im Fotomodus durch die Gegend fliegen. Genau. Das wär's dann an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin total begeistert von der Mod. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.